Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Buschmann, Sie haben bei der Einbringung des Etats vor ein paar Wochen davon gesprochen, das Recht auf die Höhe der gesellschaftlichen Wirklichkeit bringen zu wollen. Sie haben ein gutes Ziel, und ich will auch hier gar nicht behaupten, dass das, was Ihr Haus im letzten Jahr vorgelegt hat, umgesetzt hat, angestoßen hat, falsch oder unsinnig wäre. Im Detail haben wir allerdings erhebliche Differenzen, was wahrscheinlich hier im Raum niemanden überrascht. Und viele Differenzen gibt es, weil wir offenbar völlig unterschiedliche Auffassungen davon haben, was genau die Höhe der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist. Denn es kommt natürlich auf den Standpunkt an, von dem aus man auf die Wirklichkeit blickt. Was bedeutet, von oben sieht die Welt wesentlich anders aus als von unten. Ich will ein Beispiel benennen. Wir als Linke haben uns in der vergangenen Legislaturperiode, damit noch gemeinsam mit den Grünen, dafür stark gemacht, eine Rechtsberatung für Geflüchtete an den Außengrenzen der Europäischen Union durch den Bund zu unterstützen. Solche Rechtshilfe löst natürlich nicht das Grundproblem der Grenzabschottung, das will ich ja auch ganz klar sagen, aber sie kann natürlich ankommenden Menschen helfen, zu ihrem Recht zu kommen. Ihre Koalition hat diese Idee nun aufgegriffen und eine finanzielle Förderung der Initiative European Lawyers in Lesbos beschlossen. Die Initiative, die unter anderem vom Deutschen Anwaltsverein geführt wird, bietet unabhängige Rechtsberatung an den EU-Grenzen an. Auch das ist gut, dennoch meilenweit von der Höhe der gesellschaftlichen Wirklichkeit entfernt, wenn man dafür im Haushalt nur 75.000 Euro zur Verfügung stellt. Mit diesem Betrag kann man hierzulande nicht mal eine Anwältin für ein Jahr finanzieren. Es tut auch angesichts der schrecklichen Bilder von menschenunwürdigen Umgang an den EU-Außengrenzen zumindest mir wirklich weh, wenn Sie sich selbst dann auch noch für Kostengünstigkeit und Kosten-Nutzen-Verhältnis im Etat loben. Apropos Anwälte. Immer wieder werden in der Bundesrepublik Menschen in Abschiebehaft gesteckt, somit ihrer Freiheit beraubt, ohne dass sie sich dagegen wehren können. Wenn man aber mal mit Leuten redet, die sich damit auskennen, zum Beispiel dem Rechtsanwalt Peter Fahlbusch, der über 2000 Menschen in Abschiebehaft begleitet hat und vertreten hat, dann weiß man, dass bei etwa der Hälfte gerichtlich festgestellt wurde, dass sie zu Unrecht im Gefängnis saßen. Wäre es also nicht auf der Höhe der gesellschaftlichen Wirklichkeit analog zur Pflichtverteidigung im Strafprozess, auch eine Pflichtbeiordnung von Anwältinnen in Verfahren zur Anordnung von Abschiebehaft gesetzlich einzuführen? Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich die Rechte und die Verteidigung von Beschuldigten hochgehalten. Aber dann muss auch etwas kommen, was der Höhe der gesellschaftlichen Wirklichkeit tatsächlich entspricht. Wir denken da zum Beispiel an die Ausweitung der Pflichtverteidigung oder die Entkriminalisierung von Bagatelldelikten, weil es dabei um eine ziemlich einfache Sache geht. Und zwar, Gerechtigkeit und Rechtsstaat dürfen nicht vom Einkommen abhängig sein oder vom Einkommen weg entscheiden, also von der sozialen Lage abhängig machen, wie entschieden wird. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Das Recht hierzulande begünstigt jene, die begütert sind. Es benachteiligt die, die wenig oder nichts haben. Das ist nichts, was ich mir selbst ausgedacht habe. Es steht in einem Buch eines Journalisten, dem ich weiterhin viele Leserinnen und Leser wünsche, und ich empfehle es auch Ihnen. Es gibt Armutsbestrafung in diesem Land. Und da Sie diese Klassenjustiz, die täglich stattfindet, offenbar auch nicht mehr dulden wollen, sind Sie auf dem Weg, die Ersatzfreiheitsstrafe zu reformieren. Andererseits müsste ich mich fragen, ob Sie einen Vorschlag, den Sie gemacht haben, nur gemacht haben, um Geld einzusparen, was man dem Reformchen auch unterstellen könnte. Und deswegen gehen Sie leider den Weg nicht zu Ende. Und an die Adresse von Frau Innenministerin Faeser: Die Reformen, die Sie, Herr Buschmann, auf den Weg bringen, die erfreuen uns natürlich ein Stück weit, weil es eine Erleichterung bedeutet. Es ist aber nicht das, was wir tatsächlich politisch brauchen. Und dass Frau Innenministerin Faeser das noch mit fragwürdigen Behauptungen torpediert,
ist nun auch nicht wirklich die Höhe der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch etwas zum Pakt für den Rechtsstaat sagen. Die FDP hat ja gern Plakate zur Digitalisierung. Kollegin Henning-Belsu, es tut mir leid, aber Sie müssen einen Punkt setzen. Gut. Gerechtigkeit braucht personelle und technische Ausstattung der Justiz in den Ländern. Und nicht alles ist 2.0. Vielen Dank. Das weiß ich, den habe ich befragt. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Bruno Höhnel das Wort.